In diesem Video werden wir jetzt unsere erste Access-Datenbank erstellen. Ich habe jetzt Access gestartet und dann kriege ich dieses Fenster hier. Und jetzt, was wir wollen jetzt eine komplett neue Datenbank erstellen. Deswegen hier tue ich auf leere Datenbank doppelklicke. Und schon bin ich jetzt, habe ich eine neue Datenbank. Die hat jetzt hier so einen Namen. Und wir sind jetzt automatisch, setzt uns Access in einer leeren Tabelle. Jetzt, was wir machen wollen, wir geben der Tabelle erstmal Name, tue ich mal hier speichern. Das Speichern hier betrifft die Tabelle und nicht die Datenbank selber. Ne? Nicht vergessen, die Datenbank, eine Access-Datenbank beinhaltet mehrere Objekte, Tabellen, Abfragen, Formulare, habe ich alles im vorigen Video erklärt. Und wir werden dann später die Datenbank speichern, aber erst jetzt die Tabelle, wenn ich jetzt der Tabelle einen Namen geben will, einfach hier auf Speichern und da sieht man ja Tabellennamen und die nennen wir einfach Kontakte. Okay, so jetzt haben wir hier Kontakte. Jetzt in Access ist es anders als in den normalen Programmen wie Excel oder Word und so weiter. In Access muss man zuerst, oder ist es empfehlenswert, sagen wir mal so, ist es empfehlenswert, zuerst die Struktur der Objekte festzulegen, bevor man mit der Daten arbeitet. Also jetzt hier werde ich nicht gleich die Daten eingeben, sondern ich will erst die Struktur dieser Tabelle festlegen. Und diese Strukturen macht man in Access über diese Entwurfsansichten. Das Symbol ist immer dasselbe, so ein Dreieck mit einem Bleistift. Und alle Objekte in Access, sei es Abfragen, Formulare, Berichte, Makros, Tabellen, alle haben die zwei Ansichten, eine Entwurfsansicht und eine Datenansicht. In der Entwurfsansicht sieht man die Struktur oder kann man die Struktur des Objekts festlegen, während die Datenansicht, offensichtlich wie der Name das sagt, zeigt nur die Daten. Jetzt gehen wir hier auf die Entwurfsansicht und dann sieht man hier, das ist jetzt die Entwurfsansicht von der Tabelle. Hier werden keine Daten eingegeben, sondern es werden hier die Struktur der Tabelle festgelegt. Und wir fangen erstmal an. Jetzt Access legt automatisch so ein Feld, das nennt ID und gibt es einen Felddatentyp von AutoWert. Ich werde dann in ein künftiges Video werde ich erklären, das Ganze mit AutoWert und Primärschlüssel hier und so weiter. Deswegen jetzt in unsere Beispiel jetzt heute brauchen wir es jetzt nicht, deswegen wir klicken die ganze Zeile hier an. Auf das Graue hier klickt man die ganze Zeile und dann Zeile löschen. So, und da soll die gelöscht werden, ja. So, und jetzt haben wir es dann fertig. So, und jetzt können wir anfangen. So, das sind hier jetzt die Daten, die in der Datenbank, in dieser Tabelle rein sollen. Und jetzt, wenn wir jetzt zurück zu unserer Datenbank gehen, müssen wir hier die Feldnamen definieren. Was sind Feldnamen? Feldnamen sind quasi die Informations- oder Datentypen, die wir haben. Jetzt kann man hier anhand der Spalten ganz leicht sehen. Also wir haben Vornamen, wir haben Nachnamen, wir haben Firmen, Stellen und Telefonnummern. Das heißt, unsere Felder sind quasi Vorname, Nachname, Firma, Stelle und Telefonnummer. Ja, also jede Spalte, das habe ich auch im letzten Video erklärt, jede Spalte ist quasi eine Kategorie oder ein Typ von Informationen. In anderen Worten, es ist ein Feld. Ja, jedes Feld ist eine gewisse Kategorie und die müssen wir jetzt hier in diesem Entwurf hier eingeben. Und da fangen wir an. Das erste Feld ist Vorname. Und noch was will ich erklären. Jetzt kommt hier Felddatentyp. Was ist das von Felddatentyp? Das ist Text, weil da kommen nur Texte. Eigentlich sind, wenn man genau betrachtet, sind all unsere Felder eigentlich Text. Sogar die Telefonnummer, es ist stimmt, da sind ja aber Zahlen, kann jemand sagen, da sind ja aber Zahlen da drin. Es ist richtig, aber Telefonnummern sind keine normalen Zahlen, weil mit Telefonnummern tut man keine Kalkulationen machen. Also man wird nie eine Telefonnummer mit einer anderen addieren oder eine Telefonnummer mit irgendeiner Zahl multiplizieren. Ja? Deswegen so Zahlen wie Telefonnummern, Bankleitzahlen, Autokennzeichen zum Beispiel, das sind Zahlen, nur die sehen aus wie Zahlen, aber in Richtigkeit sind es nur Texte, weil mit diesen Zahlen wird nie gerechnet. Ja? Und die Zahlen, mit denen man nicht rechnet, kann man gelassen als Text machen. Das heißt, wenn man hier genau sieht, all unsere Daten sind eigentlich Text. Ja? Und deswegen hier habe ich jetzt das erste Vorname, Text. Ich lege mal das andere, Nachname, auch Text. Das dritte ist dann was hatten wir? Firma und Stelle. Also Firma,
ist auch Text, Stelle ist auch Text und die letzte ist Telefonnummer ist auch Text. Jetzt, was man noch machen kann hier, wenn man jetzt hier auf Felddatentyp geht, hat man so einen Dropdown, da kann man sehen die unterschiedlichen Feldtypen, die man hat. Wir werden künftig in dieser Videoserie, werden wir dann alle diese Datentypen behandeln. Ja, aber jetzt in unserer ersten Datenbank beinhaltet nur die Datentype Text. Jetzt noch was kann man machen, und zwar wenn man hier, werden wir auch das in künftigen Videos auch machen, wenn man in jede Zeile klickt, sieht man dann auch unten gewisse Eigenschaften, Parameter, die man für jedes Feld einsetzen kann oder festlegen kann vielmehr. Jetzt, wir werden uns erst nur mit einem Parameter befassen, nämlich die Feldgröße. Feldgröße heißt, da steht hier standardmäßig von Access 255. Und hier die Feldgröße ist so, hier wollen wir festlegen, wie groß soll das Feld sein. Stellen wir uns vor, das Feld in Access ist so wie ein Behälter. Also so wie ein kleiner Container. Ich zeichne mal hier was. So ein kleiner Container. Das ist das Feld. Okay. Und die Daten, die in diesem Feld reinkommen, ist so ein Zettel. Okay. Das kommt dann im Feld rein. Okay, so. So. Jetzt, deswegen ist es wichtig, die Feldgröße festzulegen, weil ist das Feld zu groß, dann wird das dann so ausschauen. Und hier drin ist die Information. Und ein zu kleines Feld ist dann quasi so. Und die Information ist hier, die passt gar nicht. Oder das Datenstück da passt gar nicht rein. Deswegen eine zu große Feldgröße passen die Daten locker rein, ist richtig, aber große Felder verursachen eine Datenbank, die viel zu viel unnötiger Speicherplatz verbraucht. Gerade jetzt nicht bei einem Datensatz, gerade wenn man 10.000, 20.000, 100.000 Datensätze hat, dann ist die Datenbank eine enorme Größe unnötig, weil wir viel zu große Feldgrößen eingesetzt haben. Ja? Und offensichtlich bei zu kleinen Feldgrößen passen die Daten gar nicht rein. Also jetzt bei so einem Textfeld, wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt hier wieder zurück zu unserem Beispiel gehen und sagen, dass das Access-Feld, das es nur 5 Zeichen hat, dann ist es so, dass ich kann nur 5 Buchstaben eingeben und das war's. Also das reicht nicht für meine Vor- oder Nachnamen, okay? So, und deswegen muss man die optimale Größe immer auswählen und das muss man immer so aus Erfahrung oder auch so aus Schätze. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich mit Vorname denke, was ist so der längste Vorname? Nehmen wir so einen Vorname mit 15 Buchstaben und nehmen wir an, diese Person hat einen Doppelvorname mit jeweils 15 Buchstaben, wären es insgesamt 15, 15, 30 und dieser Bindestrich 31. Also kann ich hier gelassen 35 setzen. Ja, immerhin 35 ist schon ziemlich viel für einen Vorname, aber immerhin ist es besser als 255. Okay? Und genau hier dasselbe mit Nachnamen. Ich schätze mal, Nachnamen sind allgemein größer als Vornamen. Da kann man zum Beispiel 50 eingeben. Ja? Bei Firmen kann man zum Beispiel 100 setzen. Und bei Stellen, sagen wir mal, 30 oder 40 und Telefonnummern 30. Ja. Die Sache ist so, man will nicht die Felder zu groß, weil das verbraucht zu viel Platz. Und wenn die Felder zu klein sind, dann irgendwann kommt ein Zeitpunkt, wo das Feld zu klein ist für den Namen. Und dann muss man ja, dann kann man ja die Namen nicht eingeben. Dann muss man zurück im Entwurf und das ändern. Jetzt, es kann sein, dass jemand fragt, okay, wo ist denn das Problem damit? Also wenn ich jetzt eine Datenbank habe und die Felder sind zu klein, ist kein Problem. Ich gehe wieder zurück im Entwurf und ändere halt die Größe. Tu sie halt vergrößern. Wo ist das Problem? Das Problem ist folgendermaßen. Wenn man mit Access arbeitet, muss man immer überlegen, gerade wenn man Access-Datenbanken erstellt, so eine Datenbank, die hat ein relativ langes Leben. Also wenn ich jetzt eine richtige Datenbank erstelle, sagen wir mal für meine Firma oder für irgendein Projekt, das ich mache, hat diese Datenbank ein langes Leben. Diese Datenbank wird
mindestens, sagen wir mal, 3, 5, 10, vielleicht auch 20 Jahre leben. In diese 20 Jahre wird sich die Datenbank viel, wird sich an der Datenbank viel ändern, viel verbessern und auch viel mehr Sachen werden da dazukommen. Und während dieser Zeit, man muss überlegen, mit Access, Access ist nicht so wie die anderen Programme Excel oder Word und so weiter. In so Programme wie Word oder Excel oder PowerPoint, derjenige, der das Programm benutzt, macht alles. Also wenn ich jetzt mit PowerPoint oder irgendeiner andere mit PowerPoint arbeite, der erstellt seine eigene Präsentation oder in Excel erstellt seine eigene Kalkulation und die sind eigentlich meistens für sich selber. Also die macht er nicht für jemand anders. In Access ist es ein bisschen anders, weil Access ist nicht mehr so ein normales Anwenderprogramm, wie wir es kennen mit Word und Excel und so weiter, sondern es ist mehr so ein Entwickler, eine Entwicklungsplattform. Das heißt, mit Access kann man Datenbanken entwickeln. Und meistens ist es so in Access, dass derjenige, der die Datenbank erstellt, ist oft nicht der Nutzer. Ja? Das heißt, der Nutzer ist jemand, der nur sich mit den Daten befasst. Neue Daten eingeben, gewisse Daten aussuchen, Daten löschen, etc. Der Nutzer erstellt keine Access-Datenbanken. Der Nutzer kennt sich auch gar nicht aus mit Access. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ich habe jetzt ein Reisebüro. Ja, ich bin Eigentümer eines Reisebüros, eine Reiseagentur oder Büro. Ich erstelle eine Datenbank, um meine ganzen Reisen und so weiter zu speichern. Und ich habe jetzt, sagen wir mal, 2, 3 Angestellte, die dann diese Reisen buchen und so weiter. Ja, diese Angestellte, die arbeiten zwar mit Access, aber die kennen sich überhaupt nicht aus mit Access. Ja, das sind Reisekaufleute, die kennen sich ganz gut aus mit Reisen, können Angebote machen an den Kunden etc. Und die werden dann Kunden erfassen, Reisen erfassen etc. Aber die haben nichts mit dem Entwurf von Access zu tun. Alles, was sie interessiert, ist Reisen an den Menschen zu verkaufen und neue Kunden zu erfassen. Wenn die jetzt ein Problem haben, dass sie jetzt den Kundennamen nicht eingeben, weil das Feld zu klein ist, kommen die nicht weiter. Das heißt, ich muss wieder als Entwickler muss wieder herkommen und diese Datenbank korrigieren. Deswegen habe ich so eine Faustregel in Bezug mit Datenbank und das ist, wenn eine Datenbank fertig ist und die geht an den User, der User muss alles machen können, ohne dass er im Entwurf reingehen muss. Ja, das ist sehr wichtig, weil ein User kann mit dem Entwurf nichts anfangen. Und man will ja nicht jedes Mal bei jedem kleinen Fehler immer den Entwickler herholen, um diese Korrekturen zu machen. Deswegen hier, komme ich wieder zurück zum Thema, ist es wichtig, dass die Feldgrößen immer optimal sind. Wo ich sage, also ich bezweifle, dass ein Vorname mehr als 35 Zeichen hat. Ja? Und deswegen setze ich das fest. Okay, und deswegen, weil ich will nicht, dass irgendwann der User zu einer Stelle kommt, wo er nicht mehr eingeben kann. Und natürlich hätte man jetzt so Zahlen wie Bankleitzahlen, wie die alten Bankleitzahlen, dann könnte man hier, oder die Postleitzahlen, dann kann man es hier auf 5 begrenzen. Allerdings, das gilt nur für deutsche Postleitzahlen, also wenn es jetzt eine internationale Datenbank ist, dann ist hier auch wieder das erledigt. Oder wenn man die alten Bankleitzahlen hat, dann könnte man das auf 8 begrenzen und so weiter. Aber, wie gesagt, der Rest, so wie jetzt hier bei Namen so, muss man dann als Entwickler selber entscheiden, was so optimal ist. Aber egal, was von Entscheidungen wir jetzt hier getroffen haben, ist es immerhin weniger als 255. Selbst wenn wir jedes Feld auf 100 Zeichen Größe gelegt haben. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt ist eigentlich, was uns betrifft, ist der Entwurf erledigt. Und jetzt können wir eigentlich die Daten eingeben. Also wie man sieht hier, der Entwurf ist die Struktur. Das heißt, wir haben die Feldname eingegeben, wir haben die Felddatentypen eingegeben, in unserem Fall jetzt eigentlich nur Text und dann haben wir noch die Feldgrößen eingegeben. Natürlich in richtige Datenbanken werden wir dann auch künftig sehen, werden auch viel mehr Sachen dann hier festgelegt. Aber jetzt für uns ist jetzt der Entwurf fertig und ich will jetzt die Daten eingeben. Dann kann ich hier wieder auf die Dateneinsicht hier gehen. Ja, das Symbol ändert sich, je nachdem wo ich bin. Wir sind jetzt im Entwurf, dann erscheint das Datenansicht. In der Datenansicht, wo wir vorher waren, erscheint hier dann dieses Entwurfssymbol. Ja, da sieht man hier, sind diese Symbole, die jetzt betreffen uns nicht. Mich interessieren nur das da und das da. Okay, jetzt wollen wir zur Datenansicht. Dann klicke ich da drauf. Er fragt jetzt, Sie müssen die Tabelle zuerst speichern. Ja, will ich speichern. So, und jetzt sind wir in der Datenansicht. Und jetzt kann ich eigentlich meine Daten eingeben. Ich gebe mal jetzt einen Datensatz ein. Ralf. Und jetzt mit Tab weiter. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Was habe ich hier? Schmidt.
Okay, so, dann gebe ich hier Schmidt, A, B, C, D, GmbH. Stelle ist, sagen wir mal, Geschäft. Und immer mit Tab weiter, Geschäftsführer. Und jetzt will ich mal was eins erklären. Hier sieht man links einen Bleistift. Das heißt, dieser Datensatz ist jetzt in Bearbeitung und er ist noch nicht gespeichert. Okay, ich gehe, es gibt noch die Telefonnummer ein, sagen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt, wenn ich mit Tab weitermache, springe ich jetzt in den neuen Datensatz und Sie werden dann sehen, dass dieser Bleistift dann verschwindet. Das heißt, dieser Datensatz wurde dann automatisch von Access gespeichert. Okay, ich gehe jetzt mit Tab weiter. Zack, der Bleistift ist weg. Das heißt, dieser Datensatz ist gespeichert. Und das ist eine Eigenschaft von Access-Tabellen oder Access allgemein. Sobald Sie die Zeile fertig eingegeben haben und zur nächsten springen, ist dieser Datensatz, wo Sie vorher drin waren, automatisch gespeichert. Und jetzt sind wir in einem neuen Datensatz. Und hier kann ich dann weitere Daten eingeben. Die gebe ich jetzt geschwind. So, jetzt haben wir die, habe ich jetzt die Daten eingegeben. Jetzt ist unsere Tabelle eigentlich komplett. Jetzt haben wir alle Daten drin. Es ist komplett. Und jetzt können wir dann zum nächsten Schritt gehen. Und zwar, wir wollen jetzt eine Abfrage machen. Aber bevor wir mit Abfragen arbeiten, will ich jetzt noch die Datenbank selber speichern. Ja, wir haben ja nur die Tabelle Kontakte gespeichert. Ich will jetzt die Datenbank speichern. Datenbank, wie gesagt, hier speichert man nur das jeweilige Objekt, in dem man sich befindet. Wenn man die Datenbank in ihre Gesamtheit speichern will, geht man hier auf Datei. Datei und dann Datenbank speichern als. Da klickt man drauf. Und es sagt hier, alle geöffneten Objekte müssen geschlossen werden, bevor Sie die Datenbank speichern. Müssen Sie das schließen? Ja, wir haben ja eigentlich nur die eine Tabelle offen. Ja. Und jetzt kann man die Datenbank speichern. Ja, und ich habe dann einen Ordner, da heißt Access Datenbank. Und da drin speichern wir unsere Datenbank. Erstes Beispiel zum Beispiel. Ja. Und speichern. Okay, so. Jetzt, also die Datenbank hat jetzt den Namen, erstes Beispiel und hier war unsere Tabelle Kontakte, die wir vorhin erstellt haben. Okay, so, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Wir wollen jetzt eine Abfrage machen. Und eine Abfrage, tun wir erstmal eine Abfrage erstellen. Alles, was wir erstellen, ist über Erstellen. Hier, das Menü erstellen. Und hier kann man Tabellen erstellen, also weitere Tabellen, wenn ich jetzt weitere Tabellen benötige. Abfragen, Formulare, Berichte und so weiter. Wir wollen jetzt eine Abfrage erstellen. Wir könnten natürlich den Abfrageassistent nehmen, aber meiner Meinung nach ist es viel effektiver und auch viel einfacher, gleich mit Abfrageentwurf zu gehen. Wir brauchen in dem Fall keinen Assistent. Auch allgemein habe ich gesehen, dass, also meiner Erfahrung nach, ist es viel einfacher und viel auch, hat auch viel mehr Power und viel effektiver, gleich mit Abfrageentwurf zu arbeiten, als sich mit dem Assistent zu rumzuquälen. Okay, also Abfrageentwurf und schon entsteht da eine Abfrage. Die Abfrage, der Hintergrund der Abfrage ist schon da und hier vorne im Vordergrund muss man jetzt wählen, von wo kommen die Daten. Ich habe es im vorigen Video schon erklärt, dass in Access die Daten sind ausschließlich in den Tabellen gespeichert. Okay? Und das heißt, jedes andere Element, sei es ein Formular, eine Abfrage, Bericht und so weiter, muss die Daten von irgendeiner Tabelle herziehen. Und deswegen, hier kommt das erste Dialog hier, wenn man eine neue Abfrage macht, wo kommen die Daten her? Aus welcher Tabelle? Beziehungsweise, wenn man jetzt schon ältere Abfragen hätte, könnte man auch eine Abfrage auf Basis von einer Abfrage erstellen. Okay? Aber jetzt haben wir ja gar nichts, deswegen müssen wir ja schon die Daten von der Tabelle herziehen. Und in unserem Fall ist die Wahl ganz einfach. Wir haben ja eh nur eine Tabelle. Okay, tun wir es hinzufügen. So, und dann brauche ich das Fenster nicht mehr, kann ich schließen. So, jetzt haben wir hier unsere Tabelle. Und man sieht hier die Felder unserer Tabelle. Und die Abfrage ist eigentlich geteilt in zwei Bereiche. Der obere Bereich, da sieht man dann die diversen Objekte, aus denen unsere Daten kommen. Also Tabellen oder Abfragen etc. Und hier unten kommen dann die Felder für unsere Abfrage. Jetzt in unserem Fall, ich will erstmal eine Abfrage erstellen, wo man nur die Vor- und Nachnamen sieht. Nichts anderes. Ja? Und das ist genau, wofür Abfragen in Access da sind. Abfragen kann man sich als Filter vorstellen. Abfragen zeigen nur gewisse Daten an, also gewisse Daten, die man will, werden angezeigt und alles andere nicht. In unserem Fall jetzt, in meinem Fall hier, mich interessieren nicht die ganzen Daten, mich interessieren nur die Vor- und Nachnamen. Das heißt, fange ich an mit Vorname, ich tue einfach doppelklicken
und schon ist es hier unten erschienen und den Nachname auch doppelklicken und schon hier ist er hier unten auch. Okay? So, das heißt, ich erstelle jetzt eine Abfrage, die ihre Daten von der Tabelle Kontakte herholt, aber sie holt nur den Vor- und Nachnamen. Alles andere ist einfach nicht sichtbar. Und wir können noch was machen. Ich hätte gerne die Daten sortiert haben, also nach dem Nachnamen. Und hier unten hat man die Felder, wie gesagt, hier unten ist dann die Tabelle, von wo diese Felder herkommen. Und die dritte Zeile ist Sortierung. Und ich will nach dem Nachname sortieren. Das heißt, ich gehe entlang der Zeile Sortierung, hier bei Nachname, und klicke hier auf das Dropdown. Und da habe ich dann entweder absteigend oder nicht sortiert. Ja, ich will jetzt aufsteigen. So, und dann haben wir es gemacht. Natürlich, wenn man jetzt hier weitere Felder hinzufügt, werden die hier kommen. Die Tabellenname ist dann hier in dieser Zeile. Und hier in der dritten Zeile kann man dann, wie gesagt, die Sortierung festlegen. Okay, jetzt haben wir hier nach dem Nachnamen sortiert. Meine Abfrage ist in dem Fall jetzt fertig. Jetzt hätte ich gern die Daten gesehen. Gehe ich hier wieder, wie bei Tabelle, auf Ansicht. Ja? Und das heißt, auf die Datenansicht. Ja? Weil wir sind jetzt im Entwurf der Abfrage und jetzt gehe ich auf die Datenansicht. Und da ist unsere Daten. Hier sieht man die Daten, die wir vorher eingegeben haben. Allerdings nur, das meine ich mit Filtern, nur die Vor- und Nachnamen. Alles andere, Firma, Stelle, Telefonnummer, sieht man überhaupt nicht. Okay? Jetzt können wir diese Abfrage speichern, hier auf das Speichersymbol. Und die Abfrage nennen wir einfach Vor-Nachnamen. Okay? Und fertig. Ja, wir können ja noch eine Abfrage machen. Erstellen. Wieder auf Abfrageentwurf. Wieder kommt dieses Dialog. Jetzt wählen wir wieder Kontakte. Und in dem Fall will ich nur die Firmen und die Telefonnummer. Okay? Wieder per Doppelklick habe ich die beide drin. Und diesmal will ich nach Firma sortieren, also aufstellen. Ja, man sieht hier, also mit Abfrageentwurf ist es relativ sehr schnell und sehr einfach, kann man Abfragen erstellen. So, da haben wir jetzt unsere zweite Abfrage. Hier können wir die Daten dann anschauen. Sind die? Und wenn ich jetzt was wieder ändern will an dieser Abfrage, kann ich immer wieder zurück zum Entwurf und kann dann entweder Sachen hinzufügen oder ändern und so weiter. Okay, und wieder auf Datenansicht. Okay, so, und die kann ich dann auch speichern und die nennen wir einfach Firmen-Tel für Telefonnummer. Okay, so, da haben wir jetzt eine Tabelle erstellt, zwei Abfragen, alles in derselben Datenbank. Jetzt kommen wir zum dritten Typ von Objekt, den man erstellen kann. Das sind die Formulare. Das erste Formular, das ich erstellen will, ist ein Formular, womit ich meine neue Daten erfassen will. Ich will nicht mehr die Daten, ich will nicht mehr hier in Kontakte reingehen und meine Daten erfassen, sondern ich will dafür ein extra Formular haben. Ein Formular, werden wir sehen, sieht besser aus und man kann ein Formular viel besser gestalten und auch in dem Formular kann man auch gewisse Knöpfe setzen, die dann mich zu anderen Formulare leiten und so weiter. Das kann man alles in der Tabelle nicht machen. Und deswegen ein Formular zu erstellen, gehe ich wieder auf Erstellen. Jetzt hier, weil wir jetzt uns nicht so gut auskennen mit Access und so weiter, deswegen hier werde ich jetzt nicht mit Formularentwurf gehen, sondern hier wäre ein Assistent sehr hilfreich und den werden wir jetzt nehmen, Formularassistent. Weil hier kann man ganz schnell, mit dem Assistent kann man ganz schnell effektive Formulare erstellen, ohne groß Tamtam. Ja? Und ich will jetzt ein erfassen Formular erstellen, das auf Basis von Kontakte ist. Ja, wie gesagt, wie bei Abfragen, hier wieder muss man festlegen, von wo kommen meine Daten. In dem Fall sollen die Daten aus der Tabelle Kontakte kommen. Und deswegen hier wähle ich die Tabelle Kontakte. Es sollen alle Felder, ich würde gerne alle Felder haben. Hier kann man einzelne Felder rüberschieben. Hier kann man die wieder zurücknehmen und hier kann man alle Felder rüber. Und das will ich ja. Ich will alle Felder auf einmal. Zack, sind die alle rüber. Jetzt weiter. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Die ersten zwei sind die interessantesten. Einspaltig oder tabellarisch. Okay, was heißt das? Also bei einspaltig sieht man nur einen Datensatz auf einmal. Also immer nur einen Datensatz. Und bei tabellarisch sieht man die alle untereinander. Ich will jetzt einspaltig. Und dann gehe ich auf Weiter. Und hier kann ich jetzt das Formular nennen. Dann gebe ich das Name, nennen wir es mal Erfassen. Okay, und fertigstellen. Und so sieht man das Formular hier. Ja, das ist genauso wie die Tabelle. Genau dasselbe, bloß wie man hier sieht, sieht es schon jetzt schon besser aus als diese Tabelle. Diese Tabelle hat keine Formatierung, keine Farben, gar nichts.
Und hier sieht das schon wesentlich besser aus. Natürlich kann man dann in Zukunft, werde ich auch dann zeigen, wie man die Farben ändert, wie man hier Logos reinsetzt. Hier kann man auch Knöpfe reinsetzen und so weiter. Ja? Und ich kann dann hier jetzt meine Daten erfassen. Das sind jetzt meine Daten, die ich eingegeben habe. Und wenn ich jetzt einen neuen Datensatz eingeben will, gehe ich hier auf das untere Symbol hier. Das heißt neuer leerer Datensatz. Zack. Und ich kann hier zum Beispiel, ich gebe jetzt einen Datensatz. Rudolf Bauer. Firma GHIJKL. Stelle Geschäftsführer. Und die Nummer ist 2436, machen wir leer, so zum Beispiel. Okay, so, und der ist jetzt, dieser Datensatz ist jetzt drin. Man sieht, jetzt haben wir 6 Datensätze und der ist dann automatisch, wenn man die Tabelle jetzt schließt, ich schließe die Tabelle und wieder öffnen, dann müsste, der ist noch nicht hier gespeichert, ich muss aus dem Datensatz rausgehen. So, jetzt, wenn ich jetzt die Tabelle wieder schließe und wieder öffne, ist unser Datensatz hier drin. Das ist der letzte Datensatz, den ich hier eingebe. Also jedes Mal, ja, also ich muss gar nicht mehr, wenn ich jetzt neue Kontakte erfassen will, muss ich nicht mehr in der Tabelle reingehen. Ich kann jetzt übers Formular die erfassen. Die werden dann, sobald ich aus dem Datensatz raus bin, wird dieser Datensatz automatisch in der Tabelle gespeichert. Okay, tun wir es nochmal machen, ohne dass ich jetzt irgendwo auf Speichern gehe. Ich mache mal jetzt, gebe mal geschwind was ein. So. So, und wenn ich jetzt mit Tab weitergehe, der ist jetzt noch nicht hier drin, ich muss die erst schließen und wieder aufmachen und schon ist jetzt dieser letzte Datensatz auch hier drin. Okay? Also das heißt, man kann übers Formular die Daten ergänzen, ohne dass man immer in der Tabelle reingeht. Die Tabelle ist einfach da, die haben wir erstellt, aber man muss nicht mit der dann arbeiten. Und das ist jetzt hier ein einspaltiges Formular, man sieht nur einen Datensatz. Immer nur einen, man sieht nicht die anderen, nur den einen. Das ist, was einspaltig ist. Wir werden jetzt ein zweites Formular erstellen, das tabellarisch ist. Dann gehen wir auf tabellarisch. Wieder beim Assistent. Diesmal will ich diese Daten, Firmen, Telefonnummer haben. Und da gehe ich dann hier, Abfrage, Firmen, Telefon, weil das war diese Abfrage. Wieder alle Felder. Weiter. Nicht einspaltig, sondern tabellarisch in dem Fall. Weiter. Und hier schreiben wir Telefone. Okay. Das Groß-T. So, und fertigstellen. Und das ist hier ein tabellarisches Formular. Man sieht hier auch, hat wieder die Formatiermöglichkeiten, viel mehr Formatiermöglichkeiten als eine Abfrage oder Tabelle. Auch die Möglichkeit, Knöpfe zu stellen. Und hier allerdings, anders als Erfassen, bei Erfassen sieht man nur einen Datensatz. Weil es ist einspaltig und hier ist tabellarisch, sieht man mehrere Datensätze. Eigentlich alle, wenn man runterrollt, wenn es mehrere Datensätze, kann man dann hier runterrollen. Okay, so, hier sieht man auch die einzelnen Objekte, die ich jetzt geöffnet habe. Ja, ich habe die Tabelle Kontakte erfassen, das sind alle die Objekte, die geöffnet. Wenn ich eins schließen will, einfach hier und dann mit der rechten Taste auf Schließen und schon ist es dann wieder zu. Okay, hier auch Schließen. Kann ich dann die ganzen einzelnen Elemente schließen. So, jetzt wie man sieht hier, hat man Kontakte, sind da. Nicht Kontakte, Tabellen. Haben wir hier eine Tabelle, die heißt Kontakte. Abfragen haben wir jetzt 2 erstellt, Formulare haben wir 2 erstellt. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Jetzt wollen wir noch einen Bericht erstellen. Und bevor ich zu Berichten gehe, sieht man hier, ich habe in dem letzten Video erklärt, die Funktion von jedes Objekt habe ich hier erklärt, dass Tabellen sind eigentlich die Knochen der ganzen Sache. Also da sind die ganzen Daten drin. Die Abfragen sind so wie Filter, die filtern gewisse Daten, weil oft braucht man nicht alle Daten auf einmal, man will nur gewisse Daten sehen. Und Abfragen sind ein ganz effektives Tool in Datenbanken, eigentlich das wichtigste Tool meiner Meinung nach. Ne? Man kann so viel mit Abfragen machen, auch Kalkulationen und so weiter. Deswegen, das ist ein wichtiges Thema, das werden wir lange behandeln, Abfragen. Und dann Formulare sind einfach eine Haut, eine Außenschicht, eine Maske von diesen Daten. Ja, diese Daten von Formulare kommen dann entweder von Tabellen, wie wir es gemacht haben mit Erfassen, oder von Abfragen, wie wir es jetzt mit diesen Telefone gemacht haben. Also diese zwei Sachen haben dann die ganze Power, die ganze Daten, aber die sehen nach gar nichts aus. Und mit Formulare kann man dann diese Daten besser darstellen, in einer, schöneren Maske darstellen. Okay?
Und Formulare sind ideal für den Bildschirm, weil hier kann man Knöpfe setzen. Da würde ich hier auf den Knopf klicken, dann komme ich dann auf das nächste Formular und so weiter. Und es gibt eine zweite Art von Maske und das ist der Bericht. Der Bericht ist eigentlich nur zum Drucken da. Und ich erstelle hier auch einen Bericht. Wenn ich jetzt auf Erstellen gehe, Bericht, wir machen wieder mit dem Assistent und erstelle jetzt einen Bericht anhand von meiner, von der Abfrage Vor- und Nachname. Also es ist genauso, die Handhabung von Berichten oder ein Berichtsassistent ist genauso wie bei Formularen. Man wählt sich entweder eine Tabelle oder eine Abfrage und wenn man die hat, wählt man die Felder, die man will und dann weiter. Und da sieht man schon eine Vorschau, wie es dann ausschaut und weiter. Und hier kann man festlegen, wie sollen die Daten sortiert sein. Wir können es ja nach dem Nachname machen. Aber wie gesagt, die Abfrage hat ja schon die Sortierung drin. Daher muss man in unserem Fall hier für den Bericht gar nichts machen. Und dann weiter. Wir wollen was haben. Einspaltig heißt wieder nur ein Datensatz pro Blatt Papier. Das ist ideal, wenn man jetzt zum Beispiel Produkte hat und jedes Produkt kriegt eine einzelne Seite als quasi Datenblatt. Aber in unserem Fall haben wir ja eine Liste von einfach nur Vor- und Nachnamen. Deswegen tabellarisch ist besser. Hier, wie soll das Papier sein? Querformat oder Hochformat? Wir nehmen Hochformat. Und dann weiter. Und jetzt kommen wir hier zu dem letzten. Und das sind die Bekannte. Okay, und fertig dann. Und da sieht man hier, der Bericht sieht so aus. Und den kann man jetzt direkt drucken. Und natürlich, sobald neue Daten drin sind, sind die dann automatisch auch in dem Bericht drin. Allerdings, im Bericht kann man keine neuen Daten erfassen. Ja? Also im Formular kann ich jetzt hier, ich kann hier jetzt einen neuen Datensatz erfassen. Das kann ich in dem Bericht, kann ich das gar nicht machen. Ja? Also Berichte sind eigentlich eine Maske, richtig, aber nur für den Druck bestimmt. Also nur der Output ist der Drucker, in dem Fall nicht der Bildschirm. Okay? Während hier im Formular ist der Output der Bildschirm. So, jetzt haben wir eigentlich unsere erste Datenbank erstellt. Wir haben alle Elemente jetzt erstellt, die Tabellen, die Abfragen, Formulare und Berichte. Und jetzt haben wir schon eine, ja, würde ich sagen, eine effektive Datenbank, nicht eine sehr effektive, die hat jetzt keine Knöpfe, keine Automation, keine Kalkulation etc. Aber allerdings ist es eine funktionierende Datenbank. Und wir werden dann künftig in weiteren Videos diese Konzepte, die wir jetzt, diese Objekte tiefer behandeln, Tabellen, Abfragen, Formulare und so weiter.